Endlich ist es wieder soweit. Es ist Ende Mai und dieses Mal legen wir in Zadar, einer geschichtsträchtigen Hafenstadt in Norddalmatien, ab. Wir motoren auf den Zadarski-Kanal in nördlicher Richtung der Insel Molat entgegen. Bei Windstille erweist es sich als ziemlich einfach, mit Hilfe der Selbststeueranlage unserem Ziel mühelos und entspannt näher zu kommen. Molat besitzt sehr viele Buchten. Am Hafen in der Bucht Lucina fahren wir vorbei, weil wir den Ort schon kennen. Die Ortschaft Molat selbst liegt in einer etwas höheren Lage und es gibt einige Geschäfte und ein Fischrestaurant. Heute verholen wir uns in eine schöne Bucht namens Brgulje, welche gerne als Ankerplatz für Yachten und Segelschiffe genutzt wird. Leider ist die Konova namens Papa noch nicht geöffnet, also bleiben wir an Bord und genießen einen erholsamen Abend. Eigentlich wollten wir weiter nördlich nach Ilovik, aber das letzte Wort hat immer das Wetter. Daher ändern wir den Kurs wegen der anhaltenden Flaute intuitiv nach Süden. Dugi Otok ist einfach zu verlockend und wir haben es wiederholt nicht bereut. Die Bucht de Laschica ist eine der schönsten, größten und sichersten Naturhäfen an der Adriaküste. Sie befindet sich an der südöstlichen Spitze der Insel Dugi Otok, was auf Kroatisch lange Insel bedeutet. Diese Aussicht ist die perfekte Belohnung für den gar nicht schwierigen Aufstieg. Sehr beeindruckend sind die steilen Felsenklippen, die sich bis zu 166 Meter Höhe erheben und die Bucht zur Seeseite hin schützen. Der Mirsee ist ein Salzwassersee. Durch karstige Felsritzen tauscht er sich langsam mit dem Meer aus. Er hat einen höheren Salzgehalt und ist im Sommer auch wärmer als das Meer. Pivo. Iva. Jawohl. Tak.
kann doch nicht die Wahrheit sein, was? Ich halte sie voll da. Das ist der dritte. Und sie will noch. Also ich glaube, das ist nicht genug. Können wir ein wenig segeln, wenn auch entspannt und unspektakulär. Gut geschützt zwischen den Inseln Uglja und Dugi Otok liegt die idyllische Insel Rawa, die für Ruhe und Erholung ideal geeignet ist. Auf der grünen, mit Olivenbäumen und Weinbergen bebauten Insel im Archipel von Sada leben etwa 120 Einheimische. Gäste, welche dem Massentourismus entkommen wollen, sind hier gut aufgehoben. Eine schmale Straße verbindet die beiden Orte Malarawa, wo wir an einer Boje festgemacht haben, und den Hauptort Velarawa. Der Turn zurück nach Sadar ist leider nicht dokumentiert. Das Wetter hat sich drastisch verschlechtert. Es folgen wolkenbruchartige Regenfälle mit der baldigen Voraussage auf einen Wechsel mit Bora bis zu 60 Knoten. Wir segeln daher einen Tag vorher als geplant zurück. Sadar ist eine Hafenstadt und ein Seebad in Norddalmatien. Der historische Stadtkern liegt auf einer Halbinsel und ist von einer venezianischen Mauer umgeben. Und hier genießen wir meinen heutigen Geburtstag, den 22. Mai. Ein wahrhaft entspannter Tag mit traditioneller Kulinarik, feinstem Kunsthandwerk im authentischen Ambiente und einigen Sundownern bei unpassenden Regen. Diese 3000 Jahre alte Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und vielfältigen touristischen Angeboten ist ein beliebtes Ziel für viele Gäste aus der ganzen Welt.
Und auch die Heimfahrt gestaltet sich derart stürmisch, dass wir ausnahmsweise froh darüber sind, jetzt nicht in einer Bucht Ankerwache halten zu müssen.